Fantastisch willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews von mir. Diesmal mit dabei habe ich Dr. Doom, Iron Man von Bendis und Maleev. Und wenn man diese ganzen Namen direkt aneinander geballt von mir ausgesprochen hört, müsste dem meisten nicht bewusst sein, dass das alles Namen sind, die man so in diesem Zusammenhang wahrscheinlich in den nächsten 10, 20 Jahren so schnell nicht nochmal auf dem Cover sehen wird. Abgesehen von dem nächsten Band, der hiervon noch erscheinen wird. Weil zum einen Dr. Doom nicht ewig Iron Man sein wird und zum anderen Bendis Marvel verlassen hat und Maleev bei Marvel geblieben ist. Sprich, dass man dieses Traumduo von Bendis und Maleev wahrscheinlich in den nächsten Jahren, bis dann vielleicht Maleev hoffentlich auch zu DC wechselt, erstmal nicht mehr zusammen sehen wird. Was ich persönlich sehr schade finde, weil zum einen Maleev natürlich einen wunderschönen Zeichenstil hat, der so ein bisschen verwaschen wirkt, so hat er zumindest so auf mich gewirkt, weil ich das erste Mal Maleev gesehen habe und der halt so herrlich anders wirkt als der komplette Rest im Marvel Mainstream und deswegen eigentlich so bei Marvel Verlag einer der Zeichner, die dort exklusiv unter Vertrag sind, die ich am meisten mag. Also das habe ich aber auch beim DC Verlag, wo ich dann so einen David Finch oder einen Jim Lee abgöttisch am Abfallen bin oder mittlerweile auch schon mit der Junior. Und so braucht halt jeder Verlag in meinen Augen eh so seine Exklusivzeichner, auch wenn ich in dem Fall echt begrüßen würde, dass Maleev nicht exklusiv bei Marvel wäre, würde ich viel besser finden und dann jetzt so ein bisschen mit Bendis an DC zusammenzuarbeiten. Aber das ist ein komplett anderes Thema, aber so habe ich mal den ersten Punkt abgehakt. Die Zeichnungen sind wirklich von der ersten bis zur letzten Seite durch die Bank weg richtig stark und für mich war es ein wirklicher Genuss, jetzt Maleev mit Bendis nochmal zusammen an diesem Band zu erleben. Die vorausgegangenen Ereignisse für den Band sind halt, dass Tony Stark jetzt schon seit etlichen Monaten oder einem halben Jahr im Koma liegt, um Dr. Doom, um die Tradition zu wahren, da er jetzt sehr gut geworden ist, hat sich dann die Rüstung geschnappt, um die Figur Iron Man nicht sterben zu lassen. Allerdings hat das in der Superhelden-Community und überhaupt in der ganzen Marvel-Community zu einigen Aufschreien gesorgt, weil viele Leute das zum einen dem Braten nicht trauen und weil Dr. Doom natürlich ein Vakuum hinterlassen hat, da er sowas wie der, so eine Figur wie der Kingpin war, also so ein Verbrecher, Superschurken-Boss, der jede Menge Geschäfte unter sich hatte, braucht auch natürlich ein anderer den Platz und da haben sich jetzt jede Menge Superschurken am Anfang des Bandes zusammengetan, um zu besprechen, passt auf, wir müssten jetzt irgendwie Dr. Doom platt machen, um zu zeigen, dass wir jetzt die Überbringer sind und können dann das ganze Geschäft unter unsere Nadel reißen. Als die Truppe noch so mitten in der Diskussion drin war und darüber diskutiert hat, wie sie Dr. Doom am besten platt machen können, kommt Dr. Doom auch schon angeflogen in Iron Man Anzug und macht mal eben so alle Superschurken platt, die sich dort befinden, ohne einen auch nur annähernd zu verletzen, also sie werden wirklich alle nur betäubt und ein, zwei Seiten später spricht dann das Ding zusammen mit Maria Hill von, also beziehungsweise mit einer Schildagentin darüber, dass das die größte Festnahme oder die größte Massenfestnahme in der ganzen Marvel-Historie gewesen ist, dass es noch nie ein Superheld geschafft hat, so viele Superschurken auf einmal festzunehmen, was dann auch eine Sache ist, die extremst für den guten Dr. Doom spricht. Allerdings traut das Ding Dr. Doom nicht, weil halt das Ding schon so oft gegen Dr. Doom gekämpft hat, dass es einfach nicht daran glauben kann, dass Dr. Doom jetzt einer von den Guten geworden ist und alle seine bösen Sachen einfach abgeschüttelt hat und jetzt als Superheld agiert. Auf der anderen Seite wiederum sieht man die gute Iron Man Riri, also die Ironheart, wie sie nach Latveria fliegt, weil sie auf der Spur von Dr. Doom ist, weil sie ihn darum bitten möchte, das Kostüm auszuziehen und sie weiß auch noch nicht so ganz, wie sie ihm das beibringen möchten. Als sie dann Latveria eingetroffen ist und dann anfängt, das böse Labor von Dr. Doom zu durchsuchen, wo sie auch total aufgeregt ist, oh mein Gott, ich bin das erste Mal in einem bösen Labor, nach dem Motto, steht auf einmal Dr. Doom direkt vor ihr, wirklich direkt vor ihr und sagt, ey, Riri, ich wollte eh mit dir reden, so nach dem Motto. Und das ist eine recht lustige Aktion. Allerdings passiert dann etwas, was ich an der Stelle nicht wegspoilern möchte, weswegen Dr. Doom sein Bewusstsein verliert, von der Riri mit zu S.H.I.E.L.D. genommen werden konnte, weswegen er dort erstmal in Gefangenschaft gerät. Ben Grimm, der eh die ganze Zeit mit sich am Hadern ist, ob er ihnen trauen möchte, erlebt in der Zeit eine komplett andere, sehr bizarre Situation, weil Ben Grimm geht bei sich zu Hause rein, schließt die Tür auf und bei ihnen auf dem Sofa sitzt einfach mal so, als wäre nichts gewesen wäre, Reed Richards. Und die Leute unter euch, die jetzt das Marvel-Universum in den letzten zwei Jahren begleitet haben, wissen, dass es aktuell Reed Richards im Marvel-Universum, ich will nicht sagen, nicht gibt, aber er hatte aktuell noch keinen Auftritt nach Secret Wars, ist nämlich der gute Reed Richards komplett verschwunden, wie eigentlich auch die gute Sue Storm. Und man weiß eigentlich nur, dass der Johnny wieder da ist, der ja bei den Inhumans beheimatet ist zurzeit. Und das Ding, der jetzt die ganze Zeit mit den Guardians of the Galaxy im Weltall unterwegs ist. Auf jeden Fall kommt er nach Hause, sieht Reed Richards auf dem Sofa sitzen, gerät natürlich Superhelden-Style-mäßig erstmal einen kompletten Kampf mit ihm, bis er dann aufhört, auf ihn einzudreschen, weil er sich denkt, krass, das könnte wirklich mein Reed Richards sein, das Originale. Bis dann
Reed Richards ihn darum bittet, dass er bitte Dr. Doom töten soll, weil das die einzige Möglichkeit ist, die Welt zu retten. Und ab da an fängt die Geschichte immer an verstrickter zu werden. Magie spielt eine riesige Rolle, die Mutter von dem guten Dr. Doom taucht wieder auf und, und. Also das Band ist wirklich von der ersten bis zur letzten Seite ein absoluter Hochgenuss. Ich erwähne es gerne nochmal, Beliebszeichnungen waren die perfekte Begleitung für die Story. Also ich hätte mir keinen besseren Zeichner für diese Serie wünschen können. Und ihr habt es vielleicht schon rausgehört, für mich ist tatsächlich der aktuelle Dr. Doom Iron Man Band eine 10 von 10 absolute Kauf- und Leseempfehlung. Und Bendis an Iron Man ist echt eine Wucht. Ich bin richtig traurig darüber, dass dann bald der letzte Band mit Bendis an Iron Man erscheinen wird. Allerdings haben wir ja noch einen Riri-Band vor uns und noch einen Dr. Doom Iron Man Band vor uns. Sprich, wir kriegen noch ganze zwei Trades von dem von Bendis an Iron Man, bis es dann vorbei ist mit Bendis an Iron Man und dann in Deutschland wahrscheinlich die Superman-Bendis-Saga starten wird. Auf jeden Fall, sag's gerne nochmal, 10 von 10 Punkte, absolute Kaufempfehlung, super geiler Trade. Und gerade die ganze Sache mit Reed Richards fand ich so extremst interessant und möchte da auch gar nicht mehr zu spoilern. Das war's meinerseits. Bitte ballert mir mal unbedingt in die Kommentare rein, zum einen, wie euch Dr. Doom als Iron Man gefällt und zum anderen würde mich auch noch brennend interessieren, ob ihr den Band gelesen habt und wie ihr ihn fandet. Ansonsten sei gesagt, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und für die Leute, die den Beitrag hier auf NR Vision gesehen haben und nicht auf YouTube, sei gesagt, wir haben auch noch einen YouTube-Kanal, der da heißt Team Comics Fan 86. Würde mich freuen, wenn ihr auch dort mal vorbei schauen würdet und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein.